Arkaisch, ich zeichne euch ein posierend auf. Lesen. Öffne das Portal, betrete die Blutbühne des Grauens, die vom ersten Faktotum behaust ist und wissen da ein Zurück gibt es nicht. Dann öffnen wir mal. Oh, wie sind wir denn hier? Sind wir nicht in irgendeiner Sandsee? So wie es jetzt aussieht. Bitte sag mir nicht, dass Bosse recycelt werden oder so ein Käse. Das scheint der Gegner zu sein. Oder? Was ist es denn? Eine Schildkröte. Ohne Kopf. Pandemonium. Rotes. Da tue ich dich mal kurz raus und Benelo lieber rein. Rotes können wir gerne wegmachen. Erstmal einen Bann auf das Vieh. Hat das gewirkt? Schauen wir, ja, es hat kein Bann mehr. Kein Brotes mehr. Hauen wir also drauf. Es scheint ja auch nicht viel machen zu können. Ich mache erstmal einen Regener auf. War. Er hat schon Regener. Das ist gut. Ich meine, eigentlich nicht. Perseus auf. War. Was kannst du denn eigentlich? Da weiß man, die Schutzengel und Sanctus. What? Kannst du Schutzengel und tust hier kein Wiederbeleben? Dann bin ich jetzt aber auch ein bisschen frech von dir. Perseus auf Ash. Machen wir einen Wiegler auf Penelo. Penelo, mach nochmal ein Perseus. Auf Redas. Magische Barriere. Finde ich jetzt aber nicht nett. Gemach finde ich auch nicht nett. Deswegen machen wir erstmal eine Kronos-Trainer auf Penelo. Und Penelo macht mal kurz einen Bann. Und ich mach noch. Macht auch noch mal eine Kronos-Träne auf sich selber. Wieso treffen wir nicht? Wiegler auf Barsch. Ich setze nochmal einen Bangar ein, damit wir auf jeden Fall 100% sicher sind, dass die Kacke mal wirkt. Abgewehrt. Auch abgewehrt, so wie es aussieht. Was muss ich denn einsetzen? Wahrscheinlich Magie. Und Magie haben wir nur mit Waren. Ah. Barsch ist gerade irgendwie beschäftigt. Ich kann gerade keinen wechseln. Kann ich auf der Flucht? Jetzt kann ich wechseln. Barsch gegen Wahn. Okay. Wahn. Fertigkeiten, Weißmagie. Erstmal keine Weißmagie, sondern tatsächlich ein Eisgar. Ich weiß nicht, was da eine Schwäche ist. Wir werden es herausfinden. Dieses Eisgar. Das wurde abgewehrt. Weißmagie, Wiegler auf Penelo. Erstmal die Engel auf Penelo. Dann nochmal ein Wiegler auf Penelo.
Mach mal Gemach auf das Vieh. Abgewehrt. Was kann ich denn... Also... Hä? Vielleicht Mythworn, Mystic, Rote Hydra. Mach mal was. Got a surprise for you. I must be strong. Rote Hydra. Some of this. Hello. I got it. Wird abgelaufen. Ich konnte auch keinen mehr auswählen. Wie, da steht jetzt abgewehrt drauf. Inferno. Was? Null Schaden! Du willst mich verkaspern! Kann ich irgendwie... Defix. Mach mal einen Vigra auf alle. Vor allem auf Ash. Zauber mal Reflekt auf Wahn. Ja, jetzt wird geheilt, ne? Das war richtig intelligent von mir. Dann zauber ich mal Schockmagie. Das hier auf. Ja, das trifft alle. Ich darf nicht eine Magie nehmen, die ja auf alle geht. Ich mach mal Bio. Warte, ich probiere es einfach mal aus, ob das dann auf alle geht oder nicht. Das geht tatsächlich auf alle. War nicht so intelligent. Mit auf Pinelo. Pinelo, wir brauchen dich mal schnell. Mach ich den Refleck weg. Auf Ash und ich gehe einfach so weit weg, wie es geht. Oh, wir können es wieder Schaden machen. Wunderherrlich. Schwarz mal die. Guck mal, was ein Esker macht. Können wir nur normal Schaden machen? Magie Schaden glaube ich nicht, deswegen kann ich auch mal am besten. Scheiß die Wand an. Das ist ein Barspieler. Wir mussten das einfach nur aushalten. Das war einfach eigentlich alles. Barsch, Bossball kostet eine Kronosträne. Und du kannst auch mal ein Vika einsetzen. Barsch, haust doch mal drauf. Blind ist nicht so geil. Du hast auch, glaube ich, Lux, ne? Dann zauber das erstmal auf dich selber. Fertigkeiten, ich weiß mal, die Lux auf Barsch. Vigra auf Pinelo.
Das war ja easy. Was soll das denn für ein Quatsch sein? Ich wollte nochmal angreifen und ist dabei gestorben? What? Yay. Gewonnen. Großartig. Kann ich weitermachen? Die da einfach dumm stehen. Okay, weg hier. Wann Siegel des Standortwechsels wurde aufgehoben. Okay, dann brauche ich nochmal einen Lux hier. Und dann tauschen wir Pinedo gegen Fran aus. Ja, Vaan ist halt gerade ein bisschen tot. Ach, wir sind hier in diese Kammer gegangen und diese Kammer war anscheinend Virtual Reality oder sowas, weil wir da gekämpft haben in dieser Kammer, die ein bisschen größer aussah als eine Kammer. Wollen wir da lang? Ja, komm. Gehen wir hier lang. In Akt bin ich immer wieder schön. Die Perlen nehmen wir natürlich mit, weil die werden wir später wahrscheinlich benutzen müssen. Ja, haut da drauf mal. Nee, ich will den Schatz nicht aktivieren, falls das dann doch eine Mimik ist. Das wären wir doch ein bisschen hart am Arsch. Ich helfe mit. Also ich stehe dabei und das sieht so aus, als würde ich mithelfen. Ne? Dingens. Wie heißt er nochmal? Ah, egal. Hier deine Perle. Aber eigentlich bin über 40 Jahre Redas, ja. Bin interessiert. Der ist sowieso nur ein Gast. Ich denke mal, fürs Finale wird er weg sein. Die Truhe ist mir eigentlich ziemlich Wurst. Ich liebe blind. Wieso greife ich die Chimäre an? Ich will den Boss angreifen. Habe ich das Vieh ausgewählt? Eigentlich schon, aber war schwer nicht draufhauen. Hier die Perle. Dann nochmal ein Medica einsetzen auf Fran. Du kannst einen Lux einsetzen auf Redas. Sind wir hier eigentlich richtig? Ja. Ich hab wieder Inakt. Was ist denn das für ein Quatsch? Brennheimer Barsch kurz. Oh, das Vieh kaputt.
Ich bin auch dabei. Mach mal, wie lauf dich selber, Barsch. Wir gehen einfach weiter. Wenn das Vieh kommt, dann kommt's. Aber wir wollen nicht zu nah dran. Ja, das andere Vieh, sonst teleportiert es sich auch noch hier hin. Und das wäre scheiße. Fähigkeiten, Milka auf Barsch. Lux auf dich selber. Ash. Ich brauch gerade mal den Lux auf Redas. Gib mir deine Perle. Ich dachte, es ist schon tot und ich wollte die Perle einkassieren. Das müsste jetzt hier eigentlich beim, ja genau, beim Standortwechsler sein. Der ist auch aktiv. Aber zuerst mal gehen wir hier zu einem Kristall. Heilen und speichern die ganze Sache hier. So richtig gelevelt hat auch noch keiner. Ich meine, die sind von 39 auf 40, aber ja, könnte besser sein. Oh, sieht ja komplett ein bisschen anders aus. Komplett ein bisschen anders, ja. Kann ich da direkt rein oder was ist hier los? Altes Portal. Okay. Ich dachte, hier wäre auch direkt ein Boss, aber ist anscheinend dann doch nicht so. Den Himmel anstreben, da suche die Keuchen. Räuchenden Gesichter, deren Haupt grüne Flammen küren. Erlischt die grüne Flamme, wird das Feuer zu steinernen Quadern, die einen unsichtbaren Weg pflastern. Okay. Flammende Häupter. Da oben vielleicht? Das ist auf jeden Fall was Flammendes. Liegt hier noch Perlen? Nein. Also war das Perlenzeug nur für da oben. Redas, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Danke. Das sind die flammenden Häupter. Roja. Brauchen wir klar auf Barsch. Sterb. Danke. Und gib mir das Item. Komm, haut da ein bisschen alles schneller drauf oder allgemein einfach mal draufhauen. Ja, vielleicht auch nicht. Barsch. Ein bisschen fester draufhauen wäre auch sehr nett. Okay. Wo gehst du denn hier längs? Nirgendwo. In der Sackgasse. 10. Etage sind wir mittlerweile, meine Güte. Ändert sich die Etagennummer, wenn wir jetzt hier hochgehen? Also hier noch nicht. Ich hatte Angst, dass die Dinger jetzt weggehen. Ne, die werden einfach fest. Jetzt sind wir auf der 11. Etage. Ich kann es mal kurz alle so ein bisschen heilen.
kannst du es, Telas, du kannst dich selbst auch heilen. Ich glaube, du schaffst das. Ich glaube fest an dich. Ja. Und das ist natürlich doof. Erstmal Medica. Auf Barsch. Ich meine, ich hätte auch echt zaubern lassen können. Hätte, hätte Fahrradkette. Ein Steinchen erhalten. Hey. Ich hab ein Steinchen. Auch immer wir ja jetzt die Brücke gemacht haben. Wir werden es erkennen an dem grün leuchtenden Stein. Also der Teil des Dungeons gefällt mir auf jeden Fall viel besser als der erste Teil mit den Schattenperlen. Weil das mehr Forward ist. Einfach. Man weiß direkt, was man machen muss und muss nicht erstmal. Nein. Man weiß auch, wusste auch irgendwie direkt, was man machen muss. Man muss die Schattenperlen einsammeln und die dann benutzen. Aber dass das dann so labyrinthmäßig war, das war so ein bisschen, was mich abgestoßen hat. Mach mal Regeln auf dich. Dann machen wir den Dude hier weg. Da ist noch eine Schatztruhe oder eine Mimik. Eins von beiden. Wir werden es sehen. Komm, haut drauf. Danke. Ich will das Item gerne haben. 113 Gil. Da ist noch so ein Kopf. Pfadfinder, der du dem keuchenden Grün das Leben aushaust, ist die heiße Flamme ihrer Leben erloschen, wenn sie doch erscheint für immer ewig. Ich hab's schon beim ersten Mal kapiert. War nicht nah genug dran. Ja. Da ist auch noch eine Truhe. Oder eine Mimik. Oder Stalik, wie sie es hier nennen bei den Viechern. Das Item. Ein Drachenhelm. Braucht man es hier wahrscheinlich nicht. Hoch auf ausrüsten gehen. Drachenhelm. Jägerhelm. Drachenhelm kann gerade Barsch nicht tragen, aber dafür sie hier. Schwere Rüstung, Lizenz 10. Stärke 52, Magieabwehr sinkt und die Magie auch. Ja, ist doof. Gigahelm. Ja, das ist besser. Gebe ich ihr den Drachenhelm. Müsste auch irgendwann mal wieder die Lizenzbretter bearbeiten, aber jetzt ist nicht irgendwann. Irgendwann ist später, deswegen machen wir es jetzt nicht. Vor allem hat man hier in dem Gebiet auch ein bisschen mehr so Fortschrittsgefühl, wenn man die ganze Zeit hochgeht. Und halt, wir erklimmen einen Turm und waren die ganze Zeit auf der ersten Etage. Deswegen dachte ich mir, ey, da ist irgendwie, ist doch irgendwie doof. Man hat hier viel mehr das Gefühl, dass man irgendwas schafft, indem man hier hochgeht. Auch wenn es einfach nur Treppen erklimmen ist und nicht wirklich viel mehr. Hat man trotzdem das Gefühl, als würde man so viel mehr schaffen, als wenn man geil. Wenn man weiß, man muss einen Turm klimmen und die ganze Zeit auf der ersten Ebene rumlungert, ist doch auch irgendwie alles kacke. Hast du nicht ein Gefühl des Weiterkommens? Komm, haut's kaputt, das Vieh. Danke fürs Item. Da ist irgendwas. Ich hab's ja gar nicht erwähnt, ne?
Naja, es gucken ja sowieso nicht so viele die Final Fantasy Reihe, um ehrlich zu sein. Die meisten gucken nur ein Final Fantasy. Und wenn überhaupt, wenn es hochkommt, meistens werden ein paar Folgen geguckt von einem Final Fantasy. Aber nie wird ein ganzes Final Fantasy gesehen. Von, also so im Durchschnitt. Ich glaube, das Final Fantasy mit den meisten Aufrufen wird 10 oder 6 oder 7 sein. Eins von denen. Tatsächlich ist 9 ziemlich niedrig mit seinen Aufrufen. Was ich schade finde, weil das ist mein Lieblings-Final Fantasy. Auf jeden Fall, wie gesagt, die haben nicht so viele Aufrufe und so. Deswegen wird es wahrscheinlich auch kein Wundern, also oder kein richtig interessieren, sage ich mal, wenn ich sage, dass nach 12 erstmal eine Pause mit der Serie ist. Ich habe seit Anfang des Kanals, also fast seit Anfang des Kanals, am Anfang wusste ich noch nicht, wo ich hin will, aber als ich dann gesagt habe, ja, RPGs, dann, ich lese das mal kurz. Ungestümer Visionär der Torheit sei dir verziehen, wenn du einzig deinen Augen traust. Geblendet wird deine Seele von dem von dir erblickten Sein. Höre auf den Herzen und lasse Vorsicht walten. Findest du nicht den wahren Weg, so wirst du nie zum Gespinst gelangen, dass dieser Welt eine zweite Sonne ist. Also, seit ich wusste, dass ich hier RPGs auf den Kanal mache und nichts anderes, am Anfang habe ich ja irgendwie einen anderen Scheiß gemacht. Ein Zelda Randomizer, irgendwie Game Dev Tycoon, Mega Man und so eine Sachen. Die habe ich auch mittlerweile alle auf privat gestellt, weil das sich mit dem Rest des Kanals ein bisschen beißt, würde ich sagen. Ich wechsle mal Barsch gegen Wahn aus. Nein, Wahn soll der Anführer sein. Und, ja, auf jeden Fall, seit ich weiß, dass ich mit dem Kanal RPGs mache, habe ich, also seitdem, ist Final Fantasy immer eine feste Konstante gewesen. Konstante, nicht Konstanze. Konstanze ist irgendwie eine Frau. auf jeden Fall, ich heile mal gerade Wahn. Ist schon komisch, dass ich dann Final Fantasy erstmal pausieren werde. 13 wird irgendwann folgen, genauso wie 14, 15. Wahrscheinlich werde ich 16 erst, aber vor allem dem dann aufnehmen werden, weil das ja nächstes Jahr im Sommer rauskommt. Was sind denn eure Schwächen? Lichtmagie, ja, schön. Ich meine, hier der Reda Satsanktus. Wir wechseln jetzt auch gleich Fran aus, weil die ist, glaube ich, in Level geschieden. Köpfmitglieder Fran halt gerade, deswegen können wir nicht wirklich sie wechseln. Oder irgendeinen anderen. Okay, jetzt. Fran wird durch Penelo getauscht. Warte, das sieht doch aus wie Narrenwand. Etwas scheint an dieser Wand merkwürdig angreifen. Wie in Dark Souls. Ich gehe aber erstmal trotzdem hier lang. Hier ist auch eine Narrenwand. Also scheinbar scheint... die sind gar nicht auf der Map an Caprion. Caprion. Eine Capri-Sonne. Die heißt ja Capri Suns mittlerweile. Ein bisschen doof, aber das ist, glaube ich, weil sie national, international meine ich, Capri Sun heißen und jeder, der irgendwie Urlaub macht in Deutschland und aus einem anderen Land kommt und sagt, ich hätte gerne Capri Sun, dann wird erstmal gefragt, was? Also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber früher war es so. Ein Caprion. Was ist eine Waffe? Zeus Kolben, hey, den habe ich gar nicht gemerkt, dass wir den haben. Caprion. Da, ein Chaperon. Das ist eine leichte Rüstung. Dämonenhut. Du kannst es tragen. Ist sogar besser. Die Magie geht runter, aber das kann bei dir sowieso erstmal ein bisschen egal sein.